Der Fokus, den ich in meinem Vortrag habe. Du musst vielleicht Hochdeutsch reden. Ja. Das wäre sehr schön betont. Ich schalte den Translator ein auf Schweizer Hochdeutsch. Ja, also der Fokus von meinem Vortrag sind eigentlich zwei Punkte. Und zwar, es geht auch wieder um die Beobachtung vom Himmel und wie kriegt man das aufs Papier oder aufs Horoskop oder wo man es dann anschaut. Und zwar der eine ist dann eine interessante Sache, welche astrologische Faktoren verwenden wir. Ich meine, bis zu den sieben alten, direkt sichtbaren Faktoren ist aber kein Problem, aber was nachher kommt, kennen wir dort Regeln, welche Faktoren müssen wir nehmen, welche dürfen wir nicht nehmen, gibt es da Regeln. Und das ist der erste Teil und der zweite Teil, das sind dann so Beobachtungen, ähnlich wie du sie gemacht hast, einfach so Konjunktionen beobachtet, wie sieht es am Himmel aus, direkt beobachtet, ohne große Apparaturen, einfach mit, würde man sagen, normalen Fotoobjektiven und wie sieht es im Horoskop auf. Und dass man da oftmals Sachen sieht, die man nicht so erwartet. Ich denke, das wird dann auch wieder die Grundlage sein für die anschließende einstündige Diskussionsrunde, wo es dann wieder nochmals um die ganze Horoskop-Technik geht. Teile, die schon in deinem Vortrag angesprochen wurden oder auch schon dort diskutiert wurden. Ja. Jetzt als Einstieg, jetzt Dieter, du darfst es nicht so viel sagen, du kennst das. Es tut mir leid, falls ich mit dir in Konflikt gekommen bin. Jetzt war dieses Bild vor einem Monat, habe ich das schon umgebracht. Es war diesen Frühjahr, das war ja eine Sonnenfinsternis, dieses Frühjahr. Und da war in Facebook, im Internet, wurde dieses Bild so ziemlich in die Welt herum gepostet. Es war auch in Astrologenkreisen. Zum Beispiel, ich wurde da auch abgemacht, ja, was liegt vor, es ist auch drauf. Und es gab viele Likes gegeben von vielen deutschsprachigen Astrologen. Ich möchte jetzt nochmals zum Bild zurück. Was fällt euch da auf? Das kann nicht sein. Wieso nicht? Die Wolken werden von oben beleuchtet. Zum Beispiel. Richtig, das ist ja die Lichtquelle. Ja. 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 Und vor allem ist das ja auch, steht eher vor den Wolken aus als hinter den Wolken. Das müssen die Wolken was bedecken, gerade auch den oberen Bereich, wo dieses Licht. Die Licht ja, außer und ja. Also wenn es dunkler wäre, dann würde man sehen, die Sonne ist im Prinzip durchsichtig. Also man sieht wie fast noch die Wolken gleich durch. Ja. Ja. Auf dem Verhältnisse stimmen auch. Richtig, die Verhältnisse auch zum Schiff mit den Wolken, die stimmen nicht. Aber schön ist es. Und auch nochmals, ich denke, Thema Beleuchtung. Hier ist es ja sehr tief orange und das ist ja die Lichtquelle. Genau. Die Lichtquelle müsste ja diese Farbe geben, die kann ja nicht heller sein. Ja. Ja. Vielleicht von den Wolken. Und es ist ja eine Sonnenfinsternis, da könnte die Lichtquelle von hinten oben die Wolken hell machen, weil es außerhalb des Kernschattens rum ist, sind oben die Wolken hell. Da müsste ja der Mond hier ganz nah dran sein. Dieses Licht dann wirklich auf die Wolken geht. Ja, ja. Gut, aber ich denke, wir haben jetzt mal Unstimmigkeiten entdeckt. Aber eben, es wurde überall nur geliked, auch Stephen Forrest, ja. I've never seen it before. Richtig, genau. Ja, ich habe es auch noch nie so gesehen. Seine Aussage stimmt. Ja. Ja. Und wenn man dann schaut, was wir auch schon identifiziert haben, die Sonne vor den Wolken und die Sonne im Kern durchscheinen, die Verhältnisse stimmen nicht, die Farbe vom Beleuchtungskörper stimmt nicht. Und vor allem die Sonnenfinsternis am 9. März war keine ringförmige, es war eine volle, komplette Sonnenfinsternis. Also völlig falsch, ja. Und das Hintergrundbild findet man im Internet. Das heißt, das ist alles zusammenkopiert. Ja. Aber alle Astrologen haben gesagt, ja, schön, toll. Und wenn man auf dann die Webseite gegangen ist vom Autor, also von dieser Fotografie, hat es einen Kommentar gehabt, wo jemand geschrieben hat, das kann nicht stimmen. Und alle anderen super schön, toll. Ja. Ja. Ich denke wieder, was ist heute unsere Realität? Wir sehen zuerst den Bildschirm, was uns der Bildschirm präsentiert. Und ich möchte eigentlich auf das aufmerksam machen. Wie
einfach lassen wir uns täuschen und wir haben hier jetzt etwas vorgegaukelt gekriegt, das wirklich nicht stimmt und die meisten Leute sagen, ja, schön, toll. Ich denke, eine ähnliche Situation haben wir halt auch bei Horoskop, Astrologie-Software. Also in den wenigsten Fällen können wir es noch nachvollziehen, kann das überhaupt stimmen oder nicht, weil bei vielen Leuten vielleicht auch das Wissen dazu fehlt. Ja, das war mal so die Einstimmung. Für mich ist etwas sehr Zentrales oder so der Messpunkt, was ist eigentlich das Selbstverständnis der Astrologen vom deutschsprachigen Raum? Wie sehen wir uns, wie wir umgehen müssen mit den Himmelsbeobachtungen, wie sollen wir das ins Horoskop bringen? Und da gibt es ja die Thesenpapiere, das sind aus den aktuellen von 2013, und die wichtige Formulierung, das ist die unterste fettgedruckte, das Horoskop zeigt diese Himmelskonstellation so, wie sie sich einem Beobachter vom Standpunkt des Ortes des Geschehens aus darstellt. Und diese Formulierung war auch schon in den alten Thesenpapieren aus den 80er Jahren mehr oder weniger wörtlich drin. Detlef Hofer hatte anfangs 2000er Jahre auch einmal eine Untersuchung gemacht, eine Umfrage unter Astrologen, und dort haben die meisten auch, also bei 97% dem zugestimmt. Das denke ich, man kann sagen, und das ist unser Konsens, mit dem arbeiten wir. Und jetzt, wenn ich Beispiele bringe, wo das nicht stimmt, dann ist, wie gesagt, das ist der Ausgangspunkt. Jetzt geht es zuerst einmal um die Faktoren. Welche neuen Faktoren kommen in die Astrologie? Hier die klassische Astrologie mit den sichtbaren Planeten. Wobei hier nochmals mit dem Begriff Planeten, wenn wir mit Astronomen reden, können wir in Konflikt kommen. Die Astrologen bezeichnen natürlich auch Sonne und Mond als Planeten, aber mehr als planetarische Faktoren, kommt von der geozentrischen Sichtweise aus. Ich denke, das muss man auch wissen. Ja. Wir sollten einfach wissen, dass Planeten heißt ein sich bewegender Stern. Das ist Sonne und Mond auch. Richtig. Ja, ja. Hey, das kommt von der geozentrischen Sichtweise aus. Es sind keine Sterne. Keine Sterne. Lichtquellen. Wandelsterne. Ja, Wandelsterne und Lichtquellen. Aber Sterne ist ein Leuchtturm, das heißt Leuchtturm. Nein, aber früher hat man das als Wandelsterne. Also ein Stern ist etwas, was selbst leuchtet. Aber in griechischen und römischen Texten ist es immer Stella oder Aster, und das ist. Genau, Planetoid heißt der bewegende Stern. Ja, Planet S gibt es auch, aber wird auch als Aster bezeichnet. Gut, aber ich denke, das ist die klassische Darstellung. Dann ja, sind neue Faktoren dazugekommen. Man hat sie zum Teil mit Fernrohren entdeckt, beobachten können, hat sie dann in der Astrologie eingebaut. Das war Uranus, Neptun, später auch noch Pluto. Dann auch noch interessant in gewissen Kreisen astrologisch, ich komme auch von solch einer Ecke, da hat sich auch noch so ein Trans-Pluto etabliert und der wurde ja ursprünglich eigentlich aus Bahnstörungen berechnet und das war ja das Verfahren, wie man eigentlich auch Neptun erkannt hat. Das ist eigentlich ein anerkanntes Verfahren, wie kommt man zu neuen Planeten, wie könnte man sie entdecken. Problem an diesem Fall ist jetzt nur die Bahnstörungen gibt es mit den heutigen Berechnungsmethoden und Beobachtungsmethoden nicht mehr. Das heißt, wir haben hier einen rein fiktiven Planeten, der aber trotzdem funktioniert. Also draußen ist ein Buch mit 50 Deutungsbeispielen, wo der funktioniert, so wie wir es von einem astrologischen Faktor erwarten. Aber es ist ein gesondertes Thema, wieso kann der trotzdem funktionieren, wenn es ihn eigentlich nicht gibt. Das ist natürlich auch wieder ein Thema wie die hypothetischen Planeten von der Hamburger Schule. Ja, ich denke, was ja auch ist, wenn man das System von vorher aufbricht mit dieser Symmetrie, ja, dann möchte man das auch gerne auch wieder vervollständigen. Und vorher hatte man immer eine Doppelbedeutung, also für zwei Zeichen, außer für Sonne und Mond. Und wenn man das aufbricht, dieses System, wäre es eigentlich erst wieder ideal, 12 Zeichen und 12 Planeten. Und ich denke, da geht irgendwo die Suche dorthin, welche könnte man jetzt da auch aufnehmen. Und von daher war sicher auch so ein Grund dazu, wieso man es mit Transporter versucht hatte. Und ein anderes Thema, Ceres, das kennt man seit 200 Jahren, konnte man direkt beobachten mit Fernrohr, hat sich nie etabliert.
Ja, und jetzt ein spezielles Thema, das jetzt immer mehr aufkreuzt. Das ist neu auch ein Buch herausgekommen über Eris. Jetzt als 10. Planeten einfach betitelt. Und er deutet es, also dieser Autor, natürlich in allen Zeichen, in allen Häusern über alle Jahrhunderte, weil der Computerbildschirm zeigt uns das ja an. Einen Umlauf hat natürlich noch niemand direkt beobachten können, aber ich vertraue jetzt den astronomischen Programmen, die uns das darstellen können aufgrund von den Ephemeridenbahndaten. Und wenn man dann Eris genauer anschaut, merkt man, da haben wir ein Problem. Das ist jetzt ein Abbild ungefähr vor einem Monat. Hier sieht man Eris hier unten in der Ecke zusammen mit dem Mond und Uranus. Ceres ist auch noch gerade in der Nähe. Hier sieht man, Eris ist, das Grüne ist die Ekliptik, auch relativ in der Nähe von der Ekliptik. Im Horoskop sieht es so aus. Das heißt, hier haben wir alle drei beieinander. Uranus, Mond und Eris. Jetzt nochmals zurück. Hier sieht man ja deutliche Abstände dazwischen. Das ist wieder die Differenz. Aber hier kann man relativ einfach erklären, wenn man das alles halt auf die Ekliptik misst und projiziert, und das haben wir im Horoskop, dann, wenn man diese Linie von hier zu den anderen zieht, dann kommt man wieder auf diese genaue Konjunktion, die man auch im Horoskop hat. Aber wir haben hier eine Differenz. Hätte man das beobachten können, geht so ja nicht, aber unter dem Horizont zu dem, was man im Horoskop sieht oder was uns der Computer anzeigt. Das ist jetzt um diesen Zeitraum. Eris hat eben knapp 600 Jahre Umlaufzeit und momentan sind wir, soll ich sagen, für Eris in einer gemäßigten Zone. Eris ist ekliptiknah. Und wenn man jetzt da an die anderen Pole geht, 200, 300 Jahre vorher, nachher, dann sieht es anders aus. Und zwar, Eris ist etwa 100 Jahre, wenn man ihn direkt beobachten würde, kommt er nie über den Tageshorizont. Von hier. Wenn man es hier beobachtet. Nördliche Hemisphäre. Ja. Ja. Südlicher. Ja. Umgekehrt, wenn man im südlichen wäre, ja. 100 Jahre wurden wir dann eben. Ja. Und zwar, das ist so, wenn man dann einen Tageslauf von einem Tag einzeichnet, dann würde Eris diesen Kreis ziehen, jetzt um den Südpol. Ja. Das heißt, in der ekliptikalen Projektion läuft er immer noch schön rundherum. Und das ist das, was uns das Horoskop zeigt. Das ist doch eine Tagesbewegung. Das ist eine volle Tagesbewegung, dieser Kreis unten. Ja, zum Zeitraffer da zu aufgezeichnet. Nicht auf der Ekliptik, ja. Die Tagesbewegung. Also, die Tagesbewegung. Das ist die Tagesbewegung von Eris, wenn man ihn beobachten würde. Ja. Aber das heißt, wenn er hier nie über den Horizont kommt, könnte er nie in den Häusern 7 bis 12 stehen. Also das ist eine massive Differenz zu dem, wir wollen das abbilden, was wir direkt beobachten können. Und das Umgekehrte natürlich, später eben, dass es nie untergeht, dann macht er hier den Kreis dann um den Nordpol. Und dieselbe Thematik, er geht dann nie in die Nachthäuser. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, vielleicht bin ich... Wie kann etwas, was transplutonisch ist, sich nicht weil nur planen, so eine nördliche Deklination hat. So eine nördliche Deklination, dass er immer so weit weg von der Ekliptik ist. Also, ich glaube, der ist 10 Grad oder was? Nein, die Klärung kommt gleich. Und so, wenn man das ansieht, die Bahnschiefe ist 45 Grad. Ja. Wir haben jetzt kein astrologisches Objekt, das wir von der Astronomie her beziehen, das eine solche derartige Bahnschiefe hat. Und das ist das, was ich von mir her gesehen absolut problematisch ist. Es wurde bei Pluto auch schon diskutiert, der hat jetzt am meisten mit 17 Grad und führt auch schon zu recht Verzerrungen. Aber diese Diskussion wird heute nicht mehr geführt. Das wurde geführt in den 30er Jahren, als Pluto ganz frisch war. Und auch von einigen Astrologen dann eingebracht, ja, den sollte man nicht nehmen, das wäre problematisch. Und jetzt bei Eris finde ich es wirklich äußerst markant. Es ist auch interessant, dass dieser Autor fast dieselbe Grafik auch drin hat, aber nur die Sicht auf die Ekliptik und nicht die Seitwärtssicht, wo man diese Problematik sehen würde. Man drückt sich irgendwie drum. Ich weiß nicht, wie man das erklären muss. Ja.
cool. Das heißt, es gibt uns wieder ein gutes Beispiel, ja, könnte es Kriterien geben, wo man sagen muss, mit der heutigen Astrologie darf man den nicht einbeziehen, weil das verletzt eigentlich unsere eigenen Regeln. Eine Frage ganz kurz. Ja? Gibt es in kurzen Stichworten, wofür soll Eris stehen? Also, gibt's da irgendeine... Gut, es gibt ja noch keine allgemeine Literaturdeutung, ja, aber Eris ist ja der Zankapfel und es geht auch hier in diesen Büchern, also es wird sehr viel von der Mythologie her abgeleitet und auch so gedeutet. Ich denke, man findet dann auch solche Beispiele bei Horoskopträgern, wo das markant steht, dass es um irgendwelche Arten von Streitereien geht. Aber das sind vorläufige Ergebnisse, natürlich abgeleitet von der Mythologie. Aber es war ja auch nicht ganz ein Zufall, wie der zu dem Namen gekommen ist. Es war ja wegen Streit von Pluto, Zwergplaneten und all das. Ja. Ja. Also das war ja auch der Grund, wieso Pluto heute eben nicht mehr als Planet gilt. Ja. Ja. Gut, jetzt habe ich ein paar Kriterien auf. Gelistet, die gehe ich einzeln durch nachher. Was könnten Faktoren sein, die uns dazu bringen, einen neuen Faktor in der Astrologie aufzunehmen oder eben nicht? Erstens entdeckt das Element einer Klasse. Ich denke, es war bei Chiron sicher so, Transaturnia, Uranus, Neptun, die hatte man effektiv auch beobachtet, mit dem Fernrohr direkt sehen können. Ja. Aber was hier wieder der Widerspruch dazu ist, der Ceres hatte man schon viel früher und ist sehr viel heller als Chiron, auch mit dem Fernrohr entdecken können. Die Ephemeriden sind bekannt. Und Ceres galt etwa 50 Jahre lang, also nach seiner Entdeckung, auch unter den Astronomen als Hauptplaneten. Und da finde ich keine Spuren, dass es hinterlassen hat in der Astrologie, dass es irgendwie aufgenommen wurde. Oder, ja, gut zur damaligen Zeit. Waren sicher auch nicht so rasch und dann einfach Ephemeriden verfügbar, aber ja, es hat sich nicht etabliert. Das andere ist auch noch einer der ersten Transneptunier, natürlich neben Pluto, war der QB1, der 1992 entdeckt wurde, der hat immer noch keinen Namen, aber wäre eigentlich auch so ein Kandidat für ein erstes Objekt, das man so entdeckt hätte. 1992. Ja. Die ganze Klasse heißt jetzt Kubewanos. Ja. Gut, dann die Größe. Da ist schon die Frage bei Ceres. Ceres ist etliches Mal größer als Chiron. Ja, wieso nimmt man dann Ceres nicht? Chiron hat man drin. Und auch bei Pluto. Gut, Pluto hat noch einen sehr großen Mond, die Charon, und zusammen hatte man früher also nicht auseinandernehmen können und hatte Pluto auch etwa 3000 Kilometer Durchmesser zugeschrieben. Aber heute haben wir diese Verhältnisse und es ist doch wesentlich kleiner als unser Erdenmond. Dann Sichtbarkeit im Teleskop. Gut, Ceres hatte man früh gesehen und mit den damaligen Teleskopen, die haben Lichtleistungsfähigkeit gehabt von heutigen. Bei Pluto kam schon die Frage auf, ja, gesehen hat man ihn lange nicht, man hat ihn auf Fotoplatten beobachten können, weil Fotoplatten halt mehr Licht sammeln konnten. Und ich hatte einmal eine Anfrage bekommen von einer Dame aus Paris, die Zeit stimme nicht von der Entdeckung von Pluto, die sei ja mittags und nachmittags gewesen, also zur Tageszeit. Und zwar ging halt auch noch davon aus, ja, Planeten entdeckt man nachts im Fernrohr und nicht auf Fotoplatten, dann ist es halt zu Bürozeiten. Ich denke, auch hier hat man halt schon Verschiebungen, ja. Gut, das heißt, die Sichtbarkeit mit dem Teleskop, also oder auch der direkte Nachweis auf Fotoplatten, ich denke, das ist nicht das einzige Kriterium, um zu sagen, man muss oder man muss nicht. Dann die astronomische Definition, das heißt, was sagen die offiziellen Astronomen, ist jetzt ein Planet und was nicht? Ich denke, wir sind in der Astrologie ziemlich unabhängig von solchen Entscheiden, weil ich kenne keinen Astrologen, der das Pluto nicht mehr berücksichtigt wegen dem. Ja. Ja. Und dann, das wird oft auch genannt, ja, das neue Planet gekommen, ja, wir sind mit dem Bewusstsein so weit, oder die Menschheitsgeschichte hat sich weiterentwickelt, oder wie auch immer. Was
für mich da ein bisschen dem widerspricht, die Explosion von Faktoren, die wir heute einzeichnen können und berechnen können, vor allem mit den Asteroiden. Das würde ich sagen, ja, wir haben einen Überschallknall gehabt mit der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Und das würde ich jetzt der Menschheit absprechen, dass wir das haben. Aber wir haben wirklich eine absolute Vervielfachung von Faktoren, die wir einbeziehen könnten. Ja. Und dann die andere Frage ist für mich auch immer, ja, Mundanastrologie, westliche Astrologie, ist denn die global gültig? Wie sieht es dann in anderen Astrologien, also in anderen Ländern aus? Denke ich auch in der asiatischen, in der indischen Astrologie, wo ich denke, mehrheitlich immer, wo immer noch mit den sieben alten Planeten gearbeitet wird. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor, wie es sehr wahrscheinlich abläuft, vor allem bei Faktoren, die man nicht erklären kann. Ja, es etabliert sich, es wird viral, wenn der darüber schreibt, der andere auch noch, oh, dann muss ich jetzt auch, dann nehme ich es auch auf. Und dann kommt es halt dann plötzlich in den astrologischen Alltag. Also ich denke jetzt vor allem mit Chiron im Vergleich zu Ceres, ist das eigentlich die erste Erklärungsmöglichkeit. Und das jetzt wegen dem Beispiel von Eris. Ich denke, es gibt jetzt keine Diskussion darüber, welche Faktoren darf man nicht aufnehmen oder kann man nicht aufnehmen, weil es eigentlich mit unserer Horoskoptechnik nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Astrologie, mit der Astrologie ist schwierig zu sagen, wir haben die westliche Astrologie, die hat ja verschiedene Schulen, es gibt ja noch andere Kulturen, die auch wieder ihre Astrologie haben, aber grundsätzlich besteht hier sicher nicht ein einheitliches Regelwerk, die sagt, doch, das muss man jetzt aufnehmen, das ist jetzt ja, nicht so vergleichbar wie bei den Astronomen, die haben zwar eine astronomische Gesellschaft, eine internationale, die schon seit längerem tätig ist, und die machen das über Abstimmung. Ob es das wissenschaftlich ist, ja, es ist eine Definition auf den Menschen gemacht. Ja, also ich denke, es ist auch ein Thema, das offen ist, wir können es selber schlussendlich nicht erklären. Oder es gibt kein klares Regelwerk. Gut, jetzt das nächste, das wären Beobachtungen. Beobachtungen hängen natürlich auch davon ab, ja, ist es sichtbar, haben wir Wolken. Also ich arbeite den Tag durch, kann natürlich jede Nacht verbringen vor dem Teleskop und schauen, oder vor den Fotokameras schauen, ja, was sieht man auch. Das heißt, ich habe beschränkte Möglichkeiten. Es sind einfach Beispiele, die mir gelungen sind, eine Beobachtung zu machen. Oft sind sie auch zügerfrei, wenn ich dort in die Ferien bin, weil dort am Meer, hinter dem Taurusgebirge, hat man auch sehr gute Beobachtungsbedingungen. Das ist fast immer wolkenfrei dort. Jetzt das erste, das war vor etwas mehr als einem Jahr, es war eine teilweise Sonnenfinsternis, die war bei uns eigentlich gut beobachtbar, es war ein sonniger Tag dort über den Mittag. Es sind ein paar Phasen, die man sehen kann. Und jetzt möchte ich auch noch zur Beobachtung selbst. Ich bin kein Astronom, ich bin Amateur und ich empfehle jedem halt auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen, weil ich finde es eine absolut faszinierende Sache. Schon Dieter hat gesagt, es ist ganz etwas anderes, so etwas direkt zu sehen, als wenn man das nur über den Computerbildschirm auf Fotos sieht. Es finde ich auch immer wieder ein faszinierendes Erlebnis, dass man eine andere Beziehung zur ganzen Umwelt hat. Und ja, und das sind relativ einfache Mittel, das sind Teleskope, die zusammen mit dem Träger der unter 100.000 Euro kostet. Also das ist nicht ein Kleinwagen, den man hier investieren muss und man kann schon sehr viele gute Beobachtungen machen, vor allem zusammen mit Planeten. Jetzt geht es mehr um Beispiele, wie sieht es im Horoskop aus und wie dann im Himmel. Das war jetzt eine Mond-Saturn-Konjunktion. Ich habe unten noch die Tabellendaten eingeblendet. Also Mond, Saturn sind von der Ekliptik her sehr neu. Von der Breite sieht man eine Abweichung, etwa 1 Grad.
Wobei immer in der Astrologie ein Grad gilt ja auch nicht als neu. Und jetzt hier, es ist schon ein bisschen gezoomt, weil der Mond ist ein bisschen größer, aber wir haben trotzdem einen deutlichen Abstand. Und der Saturn ist viermal vergrößert in dieser Darstellung. Aber der Abstand vom Mond zum Saturn, der stimmt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen recht deutlichen Unterschied, eben im Horoskop, wie wir es heute haben, wo nur die Ekliptik eingezeichnet ist, ist es absolut exakt. Und in der direkten Beobachtung, was auch mit dem Auge hat man gesehen, ohne Teleskop-Zoom, dass das zwei Punkte war, dass es nicht auf demselben Ort war. Und das hat ja auch für Aspekte Konsequenzen. Ein typischer Winkel wäre kein Quadrat oder Trigon, sondern ganz anders. Richtig, ja. Das ist ja wieder das Thema, wenn man selber bemerkt, weshalb sind nicht alle Konjunktionen wirklich gleich stark. Das könnte eine Erklärung sein in dieser Richtung, wenn man solche Faktoren auch noch berücksichtigt, wie die Breite durch die Nation. Ein anderes Beispiel, da ist noch Aldebaran sichtbar, Aldebaran, Mond und Venus. Hier sieht man, dass Mond und Venus nahe ekliptikal beieinander stehen, Aldebaran ist ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir haben hier ein Bild schon im Kopf, wie das etwa aussehen könnte. Bei den Deklinationen, ja, da sieht man recht unterschiedliche Zahlen. Und in der Praxis hat es dann so ausgesehen, dass der Mond Aldebaran und Venus, das heißt nicht wie zuerst vermutet von der Ekliptik her, die Venus beim Mond nahe, sondern der Aldebaran ist ganz in der Nähe vom Mond. Es ist hier noch vergrößert dargestellt. Und da hat mir jemand dann noch eine Antwort gegeben, also das eingezeichnet, wie es wirklich mit der Projektion halt aussieht auf die Ekliptik. Und da sieht man halt, ja, wir messen unser Horoskop, oder hier, das wird dargestellt, was wir dann sehen im Horoskop. Auf die Projektion, da sieht man, aha, diese sind nahe beieinander, aber der Aldebaran in unserer Darstellung ist dort weiter weg. Aber von der optischen Sichtbarkeit eine Riesendiskrepanz wieder. Nicht das, was man erwartet hätte. Jetzt noch eine Venus-Jupiter-Konjunktion. Da sieht man auch wieder, das ist recht nahe beieinander von der Ekliptik her. Ich glaube, diese wäre exakt worden, wenn es schon nicht mehr sichtbar wäre in der Tageshelligkeit. Es ist ein bisschen noch vorher aufgenommen worden. Aber wir haben hier auch wieder recht einen deutlichen Abstand. Ja. Wobei eben die Venus hier jetzt auch gleich noch als Sichel wahrnehmbar ist, mit der Phasen. Das heißt, jetzt haben wir erst Beispiele gesehen, im Horoskop sieht es anders aus, als wenn wir es direkt sehen. Und es kommt mal etwas anderes. Der Abstand ist jetzt hier etwa 5 Bogenminuten in Breite, nicht wahr? Ja, hier ist es neu. Das wäre also ein Abstand von einem Sechstel des Monddurchmessers. Ja. Also wir sehen hier, das ist hier sehr nahe und auch von der Ekliptik her. Ja. Man kann sich das ja nicht vorstellen aufgrund des Bildes, das du gezeigt hast, dass es so wenig ist, man hat keinen größten Vergleich. Ja, das ist jetzt das kommende Bild, das jetzt das darstellt. Ah, Entschuldigung. Ja. Und zwar, das ist dieses mit Weitwinkel, also mit Weitwinkel aufgenommen, mehr oder weniger wie man es mit dem Auge selber sieht. Das ist dieser Punkt hier, das ist mit dem Auge nicht wahrnehmbar, dass das zwei Körper sind, mit dem Auge. Und das ist dann stark vergrößert hier auf der Seite, wo man es erst wahrnehmen konnte. Mhm. Aber das heißt, hier ist es eine von den wenigen Darstellungen, dass ich auch als Mensch mit bloßem Auge sehen kann, aha, da stimmt eigentlich das überein, was ich auf dem Horoskop sehe. In der Regel stimmt es eigentlich nicht. Das ist eher die Ausnahme. Also
Also von der Erde aus ist es eine Okkultation, sozusagen. Wenn das hintereinander, also von der Erde aus gesehen, ist eine Okkultation, richtig? Ja, natürlich, natürlich. Ja, 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 gut, aber vom Auge her hat man den Eindruck. Ja. Hat man den Eindruck einer Okkultation. Ja. Aber ja. Die konnte man doch trennen, die Januar-Konjunktion, die konnte man doch trennen. Im Auge, ewig gesehen. Also die Auflösungsfähigkeit des Auges beträgt etwa eine Bogenminute, wenn man gut sieht. Und so nah war die nicht. Also ich konnte immer sehen. Braucht man auch die Uhrzeit. Ich konnte es ziemlich schnell. Nee. Und die Beobachtungszeit, das war in der Südtürkei. Aber die ist ja bei uns auch. Südtürkei ist wiederum genau das Beispiel, was vorher von ihm gegeben worden ist. Sizilien so, Schweiz so, Berlin so. Das ist genau das. Das denke ich ist das Beispiel dafür. Ja. Nee, das ist nochmal was anderes. Noch was anderes. Ja. Na super. Also. Nee, aber das muss man, glaube ich, schon mal was aufklären. Die Konjunktionen sind auf der ganzen Welt gleich. Sie stehen verschieden hoch am Horizont. Aber sie stehen ganz gleich am Abschnitt. Ja, es gibt da schon Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede, vom Ort her gesehen, je nachdem, wo man sich befindet, auf der Erde kann es bei Planeten eine Differenz von einigen Bogensekunden machen. Beim Mond kann es plus minus ein Grad ausmachen, weil der Mond so nahe ist, also es ist nicht genau identisch. Und auch meines Erachtens, das ist doch nur eine Vergrößerung unseres irdischen... Gehen Sie mal bei Astro.com auf die Seite erweiterte Grafikauswahl, da kann man topozentrisch oder geozentrisch rechnen und da sieht man, es gibt so eine Bogenminute 2, vielleicht auch mal 3 bei den Planeten, beim Mond gibt es bis zu einem Grad Unterschied, je nachdem, ob er, insbesondere wenn der Mond in der Nähe des Horizontes ist. Und von der Berechnungsweise vielleicht, wie man es berechnet. Aber vom faktischen Sehen, hat jemand in Kapstadt den gleichen Winkel? Nein, das stimmt nicht. Auch das sieht man ja auch bei den Sonnenfinsternissen. Totale Sonnenfinsternisse sind in einem engen geografischen Korridor als totale sichtbar außerhalb, nicht? Weil der Mond, je nachdem, wo man sich befindet, an einer anderen Himmelsstelle steht. Genau. Und dasselbe passiert auch Planetenbedeckung durch den Mond. Genau dasselbe Phänomen, man sieht sie nur von gewissen geografischen Bereichen aus. Und denselben Effekt haben wir bei Planeten auch. Richtig, aber da reden wir im Sekundenbereich. Beim Mond nicht. Ja, aber wir reden nicht darum, dass sich das Ganze verdrehen könnte. Na, verdrehen, das ist wieder ein anderes Thema. Also bei diesem Beispiel, was ich vermute, ist, dass sie, wenn die Venus bewegt sich, kann sich mehr als ein Grad pro Tag bewegen. Genau. Also braucht nur 2 Stunden Unterschied zu sein. Genau. Da haben wir schon einen Unterschied zwischen der Venus und dem Saturn von mehreren Bogenminuten. Und das ist natürlich dann sichtbar. Unterschiedliche Zeiten, ganz klar. Gut, das war auch noch zwischendurch. Also, es ist nicht eine Aufnahme, wo man die Struktur da vom Jupiter sieht, aber auch so mit einfachen Mitteln, die 4 Jupitermonde sind manchmal auch gut sichtbar mit einem normalen Teleobjektiv, also vor der Fotokamera. Gut, das war jetzt kürzlich der Merkur-Transit. Konnte ich zum Glück auch von Winterthur aus beobachten und gleich beim Eintritt, also vom Merkur in die Sonne, war wolkenfrei und später dann nicht mehr, aber immerhin, das konnte man sehen. Das war, ja, man sieht hier gut noch einen Auswurf, fast wie ein Anzeiger, wo ist der Merkur eigentlich eingetreten ist. Also das hat man auf anderen Fotos auch gesehen, aber zum Teil auch schon, habe ich den Eindruck, je nach Beobachtungsstandort ist der Punkt mal hier oben und hier unten gewesen. Das hat wieder so die Differenzen vom Ort, wo halt doch schon dann wieder hineinspielt. Das ist halt schon auch wieder vergrößert, das ist nicht mit bloßem Auge gesehen, das vergrößert. Ja. Also die Fotos selber? Ja. Und dann durch das Mikroskop irgendwie? Gut, es war vorher ein Foto, das solche Aufnahmen muss man durch einen speziellen Sonnenfilter machen. Da kann man nicht irgendeine schwarze Folie oder eine Sonnenbrille vor das Objektiv montieren, da muss man wirklich spezielle Sonnenfilter haben. Mhm. Und dann
diese Art, das ist ein spezieller Filter auch, der nicht das gesamte Spektrum vom Licht durchlässt, sondern nur einen kleinen, schmalen, roten Bereich. Und dann sieht man auch die Oberflächenstrukturen noch von der Sonne. Mhm. Ja. Also mit dem Fotoapparat quasi direkt in den Himmel oder durch das Mikroskop? Durch das Fernrohr. Durch das Fernrohr. Ja. Ja. Mit Folie vor dem Fernrohr. Habe ich verstanden. Was auch vom Beobachten interessant ist, das sind diese Auswürfe, weil die sind sehr dynamisch. Also wenn man da direkt durch so ein Fernrohr schaut, also man kann dort langsame Bewegungen erkennen. Mhm. Und wenn man weiß, wie groß die Dimensionen sind von diesen Auswürfen, das sind Tausende von Kilometern, das ist eine ungeheure Geschwindigkeit, die da dahinter ist. Was man auch wieder spannend mit dem eigenen Auge wird das zu beobachten, so etwas anderes, als wenn man nur so ein Bild sieht. Ja. Nicht nur die Rotation, sondern auch die Bewegung dieser Auswürfe, dass die selber eine Bewegung haben, vielleicht so, dass sie hin und her schwanken können. Siehst du das über mehrere Tage hinweg? Oder kannst wenn du das nicht direkt drin sieht, ja. Du siehst die Bewegung, während du ins... Ganz langsam. Ah. Ja. Man kann direkt im 10-Minuten-Takt das verfolgen, mit bloßem Auge des Teleskops. Da sieht man wirklich, wie schnell die Materie sich schwimmt und herabsinkt. Ich mache ein ganz gutes Bild so von den Magnetfeldern. Weil die so lang sind. Das sind über 100.000 Kilometer. Also 3 Erdumlaufbahnen. Und hier auch, wie es im Horoskop ausgesehen hat, ekliptikal sind wir da ganz in der Nähe gewesen, in der Breite eine ganz kleine Abweichung. Und das war ja auch, weil der Merkur ging nicht genau durch die Sonne, in der Mitte von Sonne hindurch, sondern war leicht verschoben. Das ist nicht das einzige Phänomen, das man sonst beobachten konnte. Und das ist ein bisschen später, als er mehr oder weniger in der Mitte war. Ja, und das daneben, das sind reguläre Sonnenflecken. Was sind das? Sonnenflecken. Ja. Also. Der Merkur war auch so klein, nur mit einer Sonnenfilterfolie direkt oder Sonnenfilterbrille konnte man das nicht sehen, der war zu klein. Mhm. Die Venus konnte man sehen vor ein paar Jahren. Mhm. Ja. Ja. Also das kann ich auch noch mitgeben. Ich habe früher auch vor allem nur Horoskope gemacht, in den Computer geschaut und bin im letzten Jahr immer mehr so auf den Trichter gekommen, halt selber auch zu beobachten. Und ich finde das immer wieder spannend. Und zwar eben nicht nur wegen dem, was man halt anders sieht, als wenn man es auf dem Computerbildschirm hat, sondern es ist auch die Zeit, die man sich nehmen muss für all diese Beobachtungen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Zeit zum Philosophieren, sich Gedanken machen und all das. Und wann hat man das sonst auch? Also es hat fast etwas Meditatives, ja. Da fällt mir gerade ein, als der Ralf 50 wurde, 2010 war das, oder? Ja. 2000. Da haben wir einen Segeltörn gemacht um die Kanarischen Inseln und er hat zum Himmel geguckt und konnte die Konstellation, die in seinem Solar war, auch am Himmel sehen. Das war wahnsinnig beeindruckend und bewegend. Mir fällt dazu auf, wir haben das mit dem Blutmond verfolgt und so. Diese Spannung, dieses Knistern, das man draußen fühlt und so merken kann, das kann man ja an einem Foto nicht so sehen. Das ist schon anders, sehr, sehr anders. Ja. Gut, oder noch direkter bei Sonnenfinsternis, wenn eine Sonnenfinsternis vor Ort mal erlebt hat mit all diesen Umwelteinflüssen, den Temperatureinsturz, die Winde, die kommen, die Umwelt, die ruhig wird, das ist auch noch eine ganz andere Dimension. Das hast ja du auch sehr viel gesehen. Und das hat man übrigens auch gut an der teilweisen Sonnenfinsternis vor einem Jahr in Winterthur, also auch schon sehr stark beobachten können, obwohl dort die Abdeckung nur etwa 3/4 war. Aber die Vögel, die haben sich auch zur Ruhe gesetzt. Das heißt, man hat es wieder gemerkt, als plötzlich das Gezwitscher wieder angefangen hat. Ja. Das ist ja vorher ruhig war. Also, ja. 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 Und ich denke, die eigene Beobachtung, die vertiefen das in das ganze Universum, ich finde das faszinierend und es gibt nochmals eine andere Dimension, auch von der Astrologie. Und auch eben, seid skeptisch, was ihr auf dem Computer seht, was uns der Bildschirm uns darstellt, einfach und denke, es ist oft schwierig auch zu hinterfragen, kann das überhaupt stimmen oder auch nicht. Das ist wieder eine andere Thematik, ja.
Und das ist einfach das, was ich noch betonen möchte, die jetzigen Computerprogramme oder die Horoskop-Astrologie-Software, die rechnen ja nicht falsch, sondern sie haben auch bestimmte Modelle dahinter, wie sie jetzt das Abbild vom Himmel auf das Horoskop bringen. Und diese Modelle, die vereinfachen das und führen zu dieser Diskrepanz. Das ist eine allgemeine Beobachtung, ich denke, wir werden im Morgen auch noch mehr darüber diskutieren. Wichtig ist, ich finde, wir Astrologen haben kein Problem mit der Astronomie oder mit den Astronomen, aber umgekehrt sicher mehr. Ich denke, das kann man mal feststellen. Ja. Gut, mit dem Hauptthemen bin ich durch. Ich habe jetzt noch zwei kleine Sachen, die man noch anschauen kann, weil wir sind gut in die Zeit dran. Das ist jetzt ein Mondaufgang. Bei uns kann man der selten beobachten, wo er ganz tief unter dem Horizont aufgeht. Das ist halt, wenn man am Meer ist, geht das und entsprechende Lage hat auch. Und dann kann halt der Mond halt dasselbe beobachten wie die Sonne. Es ist dann am Anfang ganz rot, tiefrot und wird erst dann nachher langsam heller. Und das war es ganz kurz nach dem Aufgang, also auf dem Horizont, als es sichtbar wurde, hat dann wie die Sonne auch beim Untergang atmosphärische Verzerrungen drin. Es ist nicht rund unten dran und es ist auch nicht scharf, das kommt von Luftflimmern. Er ist dann so ganz lange durch den Mega, durch die Atmosphäre durch. Das ist eine Viertelstunde später. Das hat sich schon viel mehr so normalisiert, wie wir es gewohnt sind, das zu sehen, aber es ist immer noch tief orange. Und eine halbe Stunde später hat es schon fast so ausgesehen, wie wir ihn auch sehen, wenn er bei uns aufgeht. Das ist meistens hinter einem Hügel oder hinter einem Wald oder sowas. Gut, und jetzt kommt noch ein Sonnenaufgang, der ist auch sehr speziell. Es ist eine Art eine Zeitrafferaufnahme, aber einfach gemacht. Wir schauen uns das mal an. Das wird es übersprungen. Es ist eine Videodatei, aber ich kann es die hier drin nicht abspielen. Wie? Der erste Schimmer der Sonne, ein Geist in der Luft schwebend. Hier auch wieder schön, wie die Sonne am Wasser klebt, die Tropfenform. Und jetzt hier ein Teil der Sonne, der sich ablöst und retour. Die retrograde Sonne, das war jetzt der Beweis, dass es die auch gibt. Die läuft jetzt weiter und. Ja, genau. Ja. Gut, das war mein Vortrag.